Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Engineers Live. Das ist Veach. Das jo, bin ich. Mit dabei. Hallo, hallo, hallo. So, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennt, hat Veach rausgefunden, wie wir Strom machen. Und ich habe hier eine Probe, dazu aber gleich mehr. Kurz und knapp. Im Endeffekt hat das hier, was wir hier gebaut haben, dieser Thermogenerator, doch funktioniert. Im Endeffekt ist es so, dass das Uran und das Packeis, im Endeffekt das Uran erzeugt Hitze, Packeis erzeugt Kälte, ist klar, und beides zusammen mit dem Thermogenerator erzeugt Strom. Wie wir das rausgefunden haben, ihr seht ja schon, dass das der LV-Capacitor, also im Endeffekt der Speicher, und der hat im Endeffekt schon 67.000 Strom. Wir hatten es erst hier drüben angeschlossen, das hat auch funktioniert. Hat aber sehr, sehr wenig Strom gegeben. So, dann hat Veach einfach mal getestet und das hat auch funktioniert. Und mit dem Dynamo, genau. Und im Endeffekt ist das super simpel. Man haut hier zwei so LV-Wire-Connectors dran, also einmal hier oben drauf, zack. Nimmt dann ein LV-Wire-Coil, also ein Kabel im Endeffekt. Und ja, es funktioniert nicht, Veach, guck mal. Ist das? Es muss doch rechts dran. Weil wir hatten nämlich überlegt, dass wir das mit den ein bisschen austricksen, das System. Und siehst du? Das funktioniert nicht. Du musst das so bauen. Ja, das ganze Kabelzeug funktioniert ja gerade nicht. Das passt ja gerade nicht. Hä? Das Kabel war nicht angeschlossen. Doch, war. Nee. Nur, wir hatten das doch vorhin. Das hat funktioniert. Winkel. Wieso ist denn hier auf einmal 70.000 drin? Ja, keine Ahnung. Ja, weil es bei dir nicht angezeigt ist, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Auf mich anzumotzen. So. Fertig. Siehst du? Und es funktioniert. Und wenn du jetzt das Packeis. Bau das mal ab, das Packeis. So. Steck's mal. Glaubst du mir jetzt? Ja, macht aber keinen Sinn, weil es hat ja keinen ordentlichen In- oder Output. Ja, mach mal das weg, weil wir wollen ja noch ein bisschen weiter was erklären, weil das ist ein bisschen viel heute. So, im Endeffekt rechts Eis, links Uran. Wir hatten es erst anders überlegt, wir wollten das in so ein Viereck oder so ein 6x oder 3x3 Feld aufbauen, dass wir ein bisschen mehr Strom erzeugen können. Funktioniert anscheinend leider nicht. So, ihr seht ja, es wird voll, man kann hier nicht durchlaufen. Weil man kriegt Schaden durch dieses Kabel, also im Endeffekt also Stromschläge. Man kann durchlaufen, nur man kriegt auf Dauer gut Schaden. So. Genau. Kann man das hier abbauen? Warte mal, das mache ich mal so. So, was funktioniert ist das hier, das haben wir auch rausgefunden. Im Endeffekt das hier. Somit kriegt der hier Strom. Was halt ein bisschen schade ist, dass das Ding hier sich nicht rotiert, aber ich glaube, irgendwas ist noch nicht ganz richtig. Ja, irgendwas funktioniert mit dem Ding. Genau, so, aber auf jeden Fall läuft das hier schneller. Gut, wir haben es jetzt durchgetestet die ganze Zeit. Normalerweise haben wir noch ein bisschen? Wenn überhaupt ein Unterschied da ist. Ein bisschen war, glaube ich. Ich habe es ja zumindest eingebildet, dass es schneller läuft. Du hast es dir eingebildet, das ist auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall haben wir Strom und es funktioniert. So, dann haben wir ja noch die ganze Zeit in der letzten Folge diskutiert wegen diesem Bohrer. So, hast du den gerade hier? Ja, den habe ich hier. Gut, weil den kannst du ja dann eigentlich mal... Und ich hatte Unrecht, sage ich schon mal im Voraus. Er hatte Unrecht, ja. Kannst du mal oben das Kabel abbauen? Weil wenn ich das abbaue, habe ich ja hier diese Multi-Tool und ich baue hier alles ab. So, genau. So, gucken, ob es geht. Ah, okay, diesmal ist es nicht verbuggt, weil gerade draußen war es nämlich verbuggt, wo wir das probiert haben. So, im Endeffekt läuft es so. Dasselbe wie... drüben. Hä? Warte mal. Du musst erstmal noch einen Connector unten drin hauen. Ach ja, genau, den Connector. Shift schleichen. Musst du da dran setzen. So. Im Endeffekt ist das Teil eigentlich dafür gedacht, um zu gucken, ob da gutes Zeug drin ist. Hä? Ah, jetzt. So. Jetzt lädt das Ding sich im Endeffekt voll. Lass uns mal vollladen, weil vorhin hat es ja nicht funktioniert. Und wenn das funktioniert nur einmal pro Block. Ja, aber wir waren ja vorhin woanders. Wir waren ja vorhin, haben daneben und ging ja auch nicht. Nee, das ging, doch, das... Meine Güte. So, und jetzt kann man im Endeffekt hier Rechtsklick drauf machen.
Der bohrt jetzt im Endeffekt nach unten. Ich glaube, der muss voll sein. So. Und wie habe ich das jetzt? Ah, jetzt einfach Rechtsklick, ja. Und dann hat man jetzt im Endeffekt eine Probe. Die hast du, oder? Gerade. Galena Wayne. Was ist hier drin? Galena Wayne? Was heißt das? Also hier drüben ist Nickel. Wahrscheinlich das ist das meiste, was es hier gibt, so. Also nichts. Ja, genau. No Flut. Besser war so. Das sind Proben. Das ist ein Probenturm. Mehr ist das anscheinend nicht. Der bohrt jetzt nicht oder so. Der bohrt nur einmal nach unten. Also gut für den Excavator später, um eine gute Position für den zu finden. Das jetzt weiß ich auch. Das heißt, ein simpler Kernbohrer heißt das. Der bohrt bis in den Kern runter und guckt, was da für Rohstoffe sind. So war das nämlich gemeint. Also du hattest mit dem Kern schon recht, aber das ist im Endeffekt ein simpler Kernbohrer, soll das heißen, oder einfacher. So, was wollten wir denn heute noch tun? Wir wollten heute diesen Redstone Breaker noch bauen, damit wir die Verbindungskabel weitersetzen können. Das war, glaube ich, das, was wir noch machen wollten, ne? Also zumindest denke ich, in der Theorie sollte das klappen, aber wenn ich mich schon geirrt habe, weiß ich es nicht. Ja, was heißt geirrt? Im Endeffekt hattest du ja auch nicht ganz Unrecht. Also ja. Schon Unrecht, aber im Endeffekt hatte ich auch nicht recht. Weil ich hatte ja eher gedacht, dass das die Fläche aufbohrt, weil aber im Endeffekt ist das die Fläche, die angezeigt wird. Voilà. Ist die Fläche, wo der halt testet, die Probe nimmt. Das ist eine Probe im Endeffekt einfach nur. Boah, wieso regnet denn das jetzt so krass? Können wir jetzt hier schlafen gehen? Ich hoffe es. Nein. Okay, dann wird es eine regnerische Folge. So. Mal wieder. Mal wieder. Kann ich das jetzt hier so abbauen? Nein, kann ich nicht. Okay. So. Ja, den Kinetic Dynamo. Willst du dir noch erklären? Nö. Los, komm. Hier. Das wolltest du, ja. Ja, mit dem Kinetic Dynamo, das musst du erklären. Das kann ich nicht. Die sehen ja mich nicht. Doch, ich sehe dich, aber ich guck dir zu. Komm. Ja, ich suche die Echse. Jetzt hab ich ihn. So. Okay, aber dann hat das schon mal ganz gut geklappt. Findest im Endeffekt. Mich? Ja, natürlich. So, im Endeffekt, die Dinger sind dann dazu da, dass du die halt oben bauen kannst, also dass du den Strom weiter oben haben kannst, dass du halt nicht durchläufst und dann halt Stromschläge kassierst und so. Ganz einfach so. Ja, warte, was hast du jetzt erklärt? Die Wooden Posts halt da, wo die Stromleitungen halt, dass du halt keinen Stromschlag kriegst. Und bei dem Kinetic Generator, ganz kurz, da ich diese blöde Echse nicht finde. Hä, wo hast du die hingepackt? Ich hab keine Ahnung, die hatte ich bis vorhin noch im Inventar. Okay. Hab ich die. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Gefunden. Ja, du kannst ja dann hier, was hatten wir da angeschlossen? Den hier, ne? Ja, warte. Aber der ist gerade voll. Also, der arbeitet halt nicht, weil wir keine Kohlekoks haben. Wir müssen das hier auch irgendwie automatisieren. Ich weiß aber nicht wie, ey. Boah, das ist auch so ein Ding hier, ne? Wir haben hier so ein genug Öl, wissen aber nicht, wie wir das loswerden. Das ist auch so eine Scheißsache hier. Wir wissen halt nicht, wie wir das hier... Ich meine, jetzt haben wir zwar genug Fackeln, wissen aber nicht, wie wir das Öl irgendwie loswerden, ob wir das vielleicht irgendwie brauchen. Vielleicht brauchen wir das Öl irgendwie später für irgendwas zum Züchten oder so. Ich glaube zwar noch nicht dran, aber... So. Kinetic Generator ist angeschlossen. Ja, erklär. Ja. Erklären! Im Prinzip läuft das genauso, wie ich es am Anfang auch gesagt hatte, als wir das gebaut haben. Er läuft über Bewegungsenergie durch die Achsen. Erzeugt halt Energie wie beim Fahrrad mit dem Warmo. Genau. Nur sehr langsam. Schwach. Aber ich glaube, wenn wir das Windrad oder so upgraden.
Da brauchen wir aber auch eine Steel-Earbox, sonst haut die Earbox regelmäßig auseinander. Jo. Wie ein Fahrraddynamo, genau. Lass mal kurz schlafen, dann ist das Wetter wieder besser. Hoffen wir es mal. Ja. Gut, dann haben wir das. Auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt haben wir endlich Strom, Leute. Das ist das Wichtigste. Ab weiter. Ab so. Weiter, so. Und jetzt können wir ja den Excavator. Ja, jetzt bauen wir erstmal den Redstone Breaker. Ja, aber den Excavator müssen wir dann unten in die Mine reinbauen, oder? Nö. Ja, die Frage ist halt, buddelt der dann einfach geradeaus weiter oder wie läuft das Ding? Das ist doch wie so eine Schaufel, oder? Ja, das ist ein Schaufelbagger im Prinzip. Also das ist nicht so, der generiert nicht neue Items, sondern der baggert einfach hier alles weg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, da muss ich mich nochmal wir uns drüber schlau machen. Aber ich denke mal, der wird so funktionieren, dass er einfach da steht und in dem Bereich, in dem er steht, die Materialien quasi abfarmen, beziehungsweise in sich selbst generieren, denke ich einfach mal. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Hast du genau gesehen, was wir für diesen Redstone Breaker brauchen? HV-Wire Connector. Ja. Und? Ja, Aluminium. Ja, und? War das nicht? Da müssen wir jetzt schmelzen. Also dann schmelze ich das Aluminium und das Terra. Dann mache ich die HV-Wire und du den Rest. Ja. Biscuit oder wie das Zeug heißt. Was sind das? Biscuit. Wie heißt das Zeug? Keine Ahnung. Das ist doch Iridium. Iron Ore. Bauxit. Ey, mein Inventar ist so voll gemüllt, ne? Das riecht mich schon auf, ne? Ne, Bauxit war Aluminium. Das wusste ich mal. Ich weiß auch nicht, wie das Bauxit ist, das Erz und Aluminium kommt raus. Das war irgendwie so ganz komisch. So, ich brauch einmal 2, 3 Copper Ingots. Oh oh. Irgendwas ist da passiert da gerade. Das Copper schmilzt sich mit dem Aluminium zusammen. Noch zu Aluminium Brass. Scheiße. Was glaubst du, warum ich gesagt habe, die Schmelze mal leer machen? Weiß nicht, einfach damit das nicht passiert. Ich versuche gerade das Copper zu retten. Scheiße. Auch aber Ingots und keine. Ich weiß, aber ich versuche gerade nur das Copper irgendwie zu retten. Die Frage ist, Molten Aluminium Brass, braucht man das für irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Sollten die vielleicht auch automatisieren? Dann können wir hier komplette. Aber die sind mal fertig. Hä? Was hast denn du jetzt gebaut? Ach, du hast die Dinger gebaut, ne? Die LV Fire Relay Dinger da, hier. Ah, nice. Okay, hey, warte mal, aber das war ja im Questbuch, wo war das? Ach, das war die nächste Stufe. Ja, wir brauchen aber nicht LV, wir brauchen HV, ne? Ja, aber das war das nächste, was wir gerade bauen konnten. Okay. Das war jetzt natürlich so eine dumme Aktion hier mit dem Aluminium, ne? Naja, jetzt können wir ja nochmal Bauxit reinschmeißen. Was brauchten wir nochmal? Aluminium-Blöcke, Dings, ne? Jo. So, Alter, wieso ist das jetzt passiert, ey? What the fuck, hast du umgebaut? Hab ich jetzt das gesehen? What the hell? Kannst du nochmal Bauxiterz bringen? Bauxiterz? Hm? Ja, du kriegst erstmal dein. Hast du dein. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist so voll. Das ist der Wahnsinn. Wir brauchen hier wieder Kohlekoks. Das müssen wir irgendwie schaffen, zu automatisieren, ey. Weil so langsam ist das echt eine Rennerei einfach pur hier. So.
Und dadurch, dass wir das jetzt ja eigentlich angeschlossen hatten. Solltest du Bauxit. So, und wenn ihr mal guckt, es lädt gerade durch. Also. Mann. Seht ihr das? So, jetzt geht das hier nämlich angeblich. Also, ich weiß nicht, ob es schneller geht. Das fühlt sich halt so an, aber das Ding dreht sich halt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist. So. Jo, wir haben es einfach mal angeschlossen. Ist ja eh kostenlose Energie. Brauchen wir den Stahl noch für irgendwas? Ich kann sonst schon mal gucken. Ich glaube, wir haben kein Bauxit mehr. Doch, bestimmt. Ich habe jetzt 29 Bauxit rausgenommen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich würde sagen, dass 29 Bauxit im Endeffekt alles war, was wir hatten. Ja, ich finde zumindest nichts mehr. Uran haben wir auch nur noch 4. So. So, den müssen wir mal hier hinpacken. Aua. Ich vergesse jetzt mal das mit den blöden Kabeln. So, dann machen wir hier nämlich mal die Kabel rein, weil dann haben wir nämlich mal ein bisschen wieder Platz hier. Achso, der Hebel ist auch ganz einfach. Im Endeffekt kannst du das Kabel links rein, rechts rein. Also, wenn du links, rechts reinkommst, links wieder raus zum nächsten und dann kannst du den umklappen. So, im Endeffekt. Achso. Noch ein. Was? Genau, das wollte ich. Das wolltest du machen, ne? Ja. Ja, ja, ich weiß das schon. Okay. So. Ja, mit den Bienen und den ganzen Kram. Du hast deine Dings immer noch nicht an, ne? Meine Dings? Deinen Magneten? Den habe ich gerade eben ausgemacht, als ich die Sachen zugeworfen habe. Mhm. Was hast du jetzt? So in deinen jugendlichen Leichtsinn. Apropos, brauchst du Fackeln? Ich habe zwar noch 11 Stück, aber... Viel Spaß damit. Okay. Ich hatte 3 Stacks, keine Ahnung. Die Sache ist halt die, wenn wir hier die Stromquellen, ich würde die dann auch nach oben bauen. Also, dass wir das vielleicht ein bisschen höher stellen, damit wir da nicht so das Problem haben, jedes Mal hier so durchzulaufen. Ja, Weißt du, wie ich es meine, ne? Dass wir die irgendwie ein bisschen erhöht bauen. Und ich glaube aber auch in... Wobei, doch, so könnten wir das bauen. So in diese Richtung. 3 ich Stück noch. Lass uns probieren. Was tust du? Ich will nur mal kurz was ausprobieren. Neugier. Nee, der lädt schon gar nicht durch. Guck mal. Ja, nee. Wow. Also funktioniert das schon mal nicht. Hä, aber wieso funktioniert das mit den LV nicht? Ach, weil es 2 verschiedene sind, oder? Ach, das eine ist ein Relais und das ist ein anderes ein Connector. Ja, das andere ist ein Relais. Ich hab heute einfach mal ausprobieren hier. Okay. Jo. Jetzt kannst du es auch wieder reinbauen. So, dann guck mal trotzdem nur hier rein. Für die Metallpresse müssen wir auch mal gucken, ne? Weil da können wir nämlich auch hier die Dinger bauen. Zum Beispiel hier Rod oder Plates, weil ich glaube, wir machen erst Plates. Hä? Hast du noch ein Kabel? Ich verstehe es gerade nicht, warte mal. Hast du noch ein Kabel im Inventar? Aha. Was? Hast du noch ein Kabel im Inventar? Da. So, weil dann können wir nämlich hier die Platten nochmal bauen. Also so, ich habe jetzt schon mal hier die Platten reingesetzt. Wir können ja für diese Workbench auf jeden Fall noch mehr bauen. Ja, aber was ich faszinierend finde, dass du nur einen Blueprint brauchst, ne? Warum sollten wir dann 2 basteln? Keine Ahnung, ich habe hier einen Blueprint drin und guck doch, der Blueprint ist ja immer noch drin. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht, falls einer wegkommt. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir 2 brauchen. So. Wir wollten trotzdem noch... Was fehlt uns denn jetzt hier noch? 4x Eisen, ne? Weiß ich nicht. Du baust doch gerade... Baust du gerade die HV-Wire? Ne, gell? Ah, ne, wir brauchen Aluminium. Das hast du hier gerade am machen. Genau, ich bin das gerade am machen. Ich war ja das... Hab ja das Relay gemacht, meine Güte. Okay, warte, ich muss kurz überlegen. Also, wir brauchen 3 von den Aluminium. Dann können wir nämlich 4 Stück herstellen, deswegen. Ähm.
so und so. Ich habe jetzt einfach mal Charcoal in den Improved Blast Furnace reingeworfen. Ein Stack. Bei Holzkohle kriegen wir schnell wieder zusammen. Okay, hier, warte mal. Die nimmst du jetzt mal bitte, damit wir erstmal eine Übersicht haben. So, dann brauchen wir noch 4 Eisen. Die schmeiße ich dir auch gleich noch zu. Eisen hatten wir noch, ne? Eisenbarren. So. Was brauchen wir noch? Das funktioniert schon mal. So, ein Redstone. Ein Redstone. Das wird mein Ding werden, die mit der Energie hier zu basteln. 3 Redstone und 2 Stickies. So. Was brauchen wir noch? Und 3 geschisselte Steine. Das geschisselte Steine. Warte mal. Haben wir normale Stones? Ja, hier. Keine Ahnung. Oh, bitte funktioniert. Jawohl. Okay, ich hab alles. Wo bist du? Beim Ofen. Gib mir mal das Zeug. Ja, danke. So. Hä? Warte mal, wie war das jetzt? Achso. Okay, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Bedüm, bedüm, bedüm. Ich glaube, mit diesem HV-Wire-Connector, wobei HV-Wire-Connector ist dieser harte Strom, ne? Der starke Strom, oder? Jo. Aber glaubst du, das macht dann Sinn? Ja, das ist kein Connector, sondern ein Breaker. Aber... Okay. Mach mal. Benutz mal. Ah. Oh. Okay. Woher Raketen? Wie kann man die Raketen eigentlich benutzen? Rechtsklick. Rechtsklick auf den Boden. War das jetzt so Happy Birthday oder was war das jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich bin mal wieder den Ahnungslosen. Ja. Das Schlimme ist, wir probieren ja, wenn wir was aufnehmen, probieren wir es eigentlich davor aus. Und meistens funktioniert es dann. Und dann, wenn wir es aufnehmen, funktioniert es nicht mehr. Also, ist ja auch der Witz dabei. Hm. Na gut, jetzt ist es ja noch gut gekommen. Aber wie, wie ist das jetzt denn mit den Dings? Aber du hast den jetzt... So, wenn ihr dann mal seht, jetzt zum Beispiel kriegt er halt keine Power. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt schneller geht. Doch, ein bisschen schneller. Ja, aber nicht viel, das stimmt. Nee. Warte mal so. Wahrscheinlich noch einen zweiten auf der anderen Seite, dann ist er noch ein bisschen schneller. Stimmt, du kannst ja 2 von den Dingern bauen. Das wäre natürlich auch ein Ding. Oder du kannst hier was rauslaufen lassen. Na, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Aber Freunde, wir sind durch mit der Folge. Und lasst eine Bewertung da. Wenn ihr natürlich Tipps habt, wie wir das verbessern können, haut es einfach in die Kommentare, sagt uns Bescheid. Lasst natürlich ein Like da, wenn es euch gefällt. Und wir freuen uns drüber. Weil ihr wisst ja, wir lesen die Kommentare ja. Und antworten darauf auch meistens in der nächsten Folge oder wenn wir dann wieder eine Aufnahmesession machen. Deswegen haut da rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Engineers Live wieder. Und tschüss. Auf jeden Fall. Ciao.